Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Wenn das Leben nur so schön wäre. Zum Teil haben wir Protagonisten in Gangster, die dies erreicht haben. Doch wie gut der Anime wirklich ist, das erfahrt ihr jetzt. Gangster Volume 1 erzählt die Geschichte der Prostituierten Alex Bendetto, welche für einen Kriminellen anschaffen ging. Durch Zufall geraten sie in die Hände von Warwick und Nicholas, welche neben Alex die männlichen Hauptprotagonisten spielen. Wie schon der Titel verrät, ist dieser Anime relativ brutal. Hier wird schonungslos die Brutalität von Revierkämpfern unter Gruppen sowie die magische Formel Sex, Drugs and Rock'n'Roll dargestellt. Wobei so viel Rock'n'Roll gibt es im ersten Volume nicht, dafür mehr Sex und Drogen. Der Anime legt hierbei viel Wert auf eine ausgewogene Geschichte. Obwohl das Gesamtbild des Animes nach Brutalität nur so stinkt, überzeugt er durch seine tiefgehende Geschichte. Das Setting ist sehr interessant gestaltet und definitiv eines der wenigen, welches noch nicht genügend genutzt wurde. Eine wirkliche Charakterentwicklung ist in den ersten drei Episoden nicht aufgetreten. Dennoch sind die Charaktere sehr interessant gestaltet, wenn auch etwas stereotypisch ist doch Nicholas der typische Kämpfer und Warwick der Vermittler für seine Aufträge. Der einzige Charakter, welcher heraussticht, ist Alex. Ihr Charakterprofil als Prostituierte ist sehr selten in Anime und rundet die Gruppe sehr gut ab. Der taube Nicholas Brown ist ein Rätsel für sich. Obwohl er ein skrupelloser Killer ist und ohne zu zögern tötet, hat er ein genauso großes Herz für Menschen wie die kleine Nina. Er besitzt sehr gute Augen, was ihm ermöglicht, trotz seiner Taubheit, die Gespräche seiner Mitmenschen sehr gut nachzuvollziehen. Warwick scheint der Anführer der beiden zu sein und ist ein wenig selbstverliebt. Er ist es auch, welcher meist die Geschäfte abwickelt. Seine Emotionen sind nur sehr, sehr schwer zu erkennen. Demgegenüber steht Alex. Sie ist sehr charakterstark und obwohl sie als Prostituierte für einen Kriminellen arbeitete, kann sie sehr gut auf sich selbst aufpassen und weiß, wie man mit Männern umgeht und sie um den Finger wickelt. Obwohl der Hintergrund meist leer ist, sind dennoch in den entscheidenden Momenten sich bewegende Bilder oder Menschen zu erkennen. Die recht düstere Welt von Gangster wird farblich nochmal sehr gut unterstrichen. Zwar gibt es hier und da auch fröhliche Farben, dennoch dominieren Grau- und Weißstufen das Szenenbild. Die Proportionen sind im Unterschied zu anderen Anime sehr realitätsnah gezeichnet, was dem Ganzen einen besonderen Touch gibt. Die Animation ist sehr flüssig und enthält keine Fehler in der Animation. Gangster überraschte mich sehr positiv. Anfangs war ich vom Setting ein wenig überfordert, doch dies legt sich mit der Zeit und die tiefgründige Geschichte schafft es letztendlich mich doch zu fesseln. Die Charaktere sind mysteriös gehalten und man weiß noch nicht ganz genau, wo sie hingehen und wer sie wirklich sind, was das Ganze noch ein wenig spannender macht. Das Opening sowie der Devote allgemeine Soundtrack überzeugt mich in diesem Fall mal wirklich völlig, wenn auch das Ende ein wenig Mittelmaß war. Apropos Ende, dies ist auch schon das Ende dieser Anime-Kritik und ich hoffe natürlich, es hat euch wieder mal gefallen. Was sich ändern soll oder in Zukunft an Anime-Kritiken verändern darf und soll, das dürft ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns natürlich im nächsten Kritikvideo wieder und damit kann ich nur noch sagen, Arigato und ciao.